Weiter geht es mit einer neuen Folge Bioshock Remastered. Die Bombe ist fertig und wir müssen sie jetzt im Zentrum abliefern. Tja, keine Gegner hier. Andrew Ryan, mir scheint, gehen dir die Ideen aus, ha? Huh? Die Ideen und bald die Energie. Du hier drüben, bleibst du liegen? Wie es aussieht, bleibt er liegen. Die Verordnung der Ozean, die diesen Teil von Rapture zurückholen will. Das ist gleich zu Beginn des Krieges passiert. Hab's in der Zeitung gelesen. Geh schon mal rein, ich überleg mir, wie ich dir helfen kann. Naja, geh schon mal rein. Geh schon mal rein. Kollege, du bist echt witzig. Ich mach die ganze Arbeit, stell gar keine Fragen, wieso auch immer. Und ihr sagt, geh schon mal rein. Mach du mal. Ich tu, was du sagst. Wird schon. Oh shit! Schon wieder ein Houdini? Schon wieder ein Houdini. Okay, wie machen wir das am besten? Dein Wille geschehe! Amen. Und tot. Erstmal den Houdini wegholen und dann hier drüben ein Foto. Ah, sehr gut. Noch eins hinterher. Was bekomme ich? Wenigstens ein B, oder? Ein C. Einfach nur ein C bekomme ich hierfür. Das ist lächerlich. Schnell, 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 schnell. Übernimm's. Wir übernehmen's. Ich gehe auf Nummer sicher. Alles klar. Wir müssen auf jeden Fall schon mal hier rum. Dann hier hin. Dann so. Okay. Wie es scheint, müssen wir noch eins weitergehen. Damit wir hier erfolgreich um die Ecke kommen. Genau dich habe ich gesucht. Und im Grunde bin ich durch. So, eingeschützt gehört schon mal mir. Beim nächsten will ich wieder ein Foto machen, damit wir hier auch mal ein paar Fortschritte machen. Ich bin zwar kein Ingenieur, aber wenn ich die Pläne hier richtig verstehe, kann man die Fließrichtung des Magmas mit dem Umleitungsventil ändern. Dadurch verdampft das Wasser ziemlich schnell und du kannst zum Kern vordringen. Aber Ryan bekommt das bestimmt mit. Vielleicht solltest du einen Sicherheitsbereich absperren, für alle Fälle. Deswegen übernehme ich die Geschütze. Das ist mein Sicherheitsbereich. Damit der gute Ryan gar keine Chance gegen uns hat. Einmal so. Dann nehmen wir dich hier. Na, mittlerweile sind die Sachen hier echt gut geschützt. Ein gerades jetzt, komm schon, ein gerades jetzt. Alles klar, wir besitzen sie beide. Das ist schon mal sehr gut. Hier drüben, wir sollten es lieber hacken für den Notfall. Während wir wissen, mittlerweile sind die Gegnerwellen richtig krass. Also gehe ich auf Nummer sicher. Da schauen eh nur noch die Leute zu, die Geduld haben und sich dafür interessieren. Deswegen kann ich mir auch jede Menge Zeit lassen. Ah, Moment, wir nehmen dich hier. Ganz gemütlich Richtung Finale. So eine Heilung. Eine gehackte Heilung ist doch billiger als ein Medikit. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten, du Parasit. Der dürfte dir lieber sein, als das, was du mich besiegen solltest. Okay, weiter drehen. So spricht der Herr. So kommt nichts mehr. Deswegen haben wir die Dinger hier. Na, zweifelt ihr nun an meinen Künsten? Geschütze. Du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Habe ich ihn getroffen? Naja, er ist tot. Sie werden alle sterben, Mutter. Alle. Das Wasser der Flüsse wird zu Blut.
gut. Ach komm schon. Und versenkt. Ach, der war noch am Leben. Der war da unten noch am Leben. Los, liefere einen anständigen Kampf. Ich kann nichts dafür. Und schon haben wir hier eine Sauna. Bereue. Ja, wo denn? Wo ist der Typ hier unten? Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt zum Kern. Hey, wie hat er das überlebt? Jetzt mal ganz ehrlich, wie hat er das überlebt? Er ist da unten drin. Warte mal, den hier will ich noch holen. Kann ich noch irgendwas hier mitnehmen? Hier drüben waren wir schon. Hier gibt's auch nichts. Wie hat der Kollege das bitteschön überlebt? Tja, wir kommen. Mein Freund, wir kommen. Jesus kann dich nicht beschützen. Auch die Bibel nicht. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Tja, ich würde lieber gerne wissen, warum ich so ein verdammt harter Typ bin. Ich meine, ich metzel mich hier durch, ich habe keinerlei Emotionen, stell keine Fragen, ramm mir riesige Nadeln in die Hand rein. Warum bin ich so? Warum bin ich so verdammt hart? Wir glauben, uns vor dem göttlichen Licht verbergen zu können. Daddy, bist du's? Was hat dir Atlas angeboten? Einen Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Tja, wir sind eben der Standard-Shooter-Typ. Wir stellen keine Fragen. Wir befolgen Befehle von Fremden. Imposant. Mein Gott, was machst du da unten für einen Lärm? Wenn du mit dem Kern fertig bist, hast du nur noch eine einzige Aufgabe vor dir. Geh zurück zu Ryans Tor und löse den Überlastschalter aus. Damit kommst du in sein Versteck. Okay, okay, wohin, wohin, wohin? Nach oben? Sicherheitsalarm ausgelöst. Ah ja, hier drüben. Office Andrew ich Ryan. Weiter. Oh, verdammt! Warum sind die so fucking hart? Bist du tot? Alter, zieht's euch rein! Die zerlegen mich. Wow, 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 wow! Mr. Ryan? Meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Also Tod und Verderben, das bin ja wohl ich. Ich bin mies der Todesengel. Was? Weh über euch! Brauch ein Foto. Habe ich eins? Habe ich ein gutes Foto? Oh Gott. Komm schon, Doppel-A. Also dafür müsste ich ja wirklich ein Doppel-A bekommen. Okay, neues Hacking-Tool für uns. Du
Hab getauscht. Nichts als Dunkelheit. Tja, mehr Damage. Wäre ganz gut. Boah, selbst seine Drohnen sind mega krass unterwegs. Alter, zieht euch diese Drohnen rein. Wie ultra krass viel die aushalten. Kumpel, ich puste dich weg. Helm ist unten. Und der Kollege ist tot. Harter Hund. Verdammt harter Hund. Mein Respekt an dich. Hast gut gespielt. So, die Leichen hier bleiben liegen. Mr. Ryan. Mr. Andrew Ryan. Ich komme, um sie zu holen. Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Also, wo der Mann recht hat, hat er recht. Ich möchte natürlich mich selbst schützen. Das liegt eben in der Natur der Dinge. Man rettet immer sein eigenes Fleisch. Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit! Oh oh. Komm, mein Kind. Es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Na, Mist, habe ich jetzt hier das Tagebuch versäumt? Moment, die kann man doch bestimmt sich irgendwo noch anhören. Nachrichten. Wo kann ich die mir noch anhören? Sind die Dinger weg? Nein, 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 nein. Funknachrichten? Wo finde ich die? Ah, vielleicht hier drin. Erster Einsatz Vita Chamber. Kunde Ryan Industries. Phase 1 ist abgeschlossen. Sinclair und Alexander haben versucht, mir die Grundlagen zu erklären, aber Su Chong glaubt ihnen nicht. Sie reden immer von Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. Oh oh. Seiner eigenen genetischen Frequenz? Und wir sind der Einzige, der den Vita Champer verwenden kann. Oh oh. So, ich nehme alles mit, natürlich. Ist ja wohl logisch. Shoppen wollen wir auch nochmal hier. Warte mal. So. So. Ah, Dreck. Oh, wie ich es liebe. Wie ich es einfach liebe.
Autohack drauf geschissen. Wieso denn das? Verzieht euch. Verzieht euch. Was habe ich jetzt schon wieder Böses getan? Eine Maschine gehackt? Oh, komm schon. Hier oben ist nichts. Die Dinger zerstören bringt eh nichts, weil immer wieder neue kommen. Einfach hier hin und halt erstmal den Ball flach. Wir warten mal ganz schnell hier, bevor die Dinger wiederkommen. Die Drohnen. Die DMG-Drohnen. Kann ich hier unten nochmal in Ruhe mir die Angebote angucken und shoppen? Ohne gleich belagert und bombardiert zu werden. Das wäre nett. Als würden dich jetzt diese Drohnen retten, Andrew. Dann glaubst du doch selber nicht, oder? Bandagen. Komm mal hier hin. Ja, wir machen auch hier einen Hack. Panzerbrechende. Davon könnte ich einiges brauchen. Gut. Noch ein Panzerbrechendes. Kann ich noch eins mitnehmen? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal die grauen aus, wenn man keine mehr mitnehmen kann. Alles klar. Medikits sieht gut aus. Hier oben war eine Sackgasse. Dann müssen wir hier rum. This is the end. My only friend. The end. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchong, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Die Ergebnisse sind enttäuschend, liegen jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Ist das dein Welpe? Er ist sehr hübsch. Danke, Papa Souchong. Brich ihm das Genick. Was? Brich dem süßen Welpen das Genick. Nein, bitte! Brich dem Welpen das Genick. Wärst du so freundlich? Nein! Nein! Sehr schön. Oh, Mann. Ist ganz schön krank, ha? Ist ganz schön krank. Das ist fucking mega krank. Little Sister. Oh, hier drüben sind Augen. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und an dieser Ort hier, gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war?
Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Mr. Ryan. Halt. Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, freundlich, wärst du so 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 freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Der Sklave gehorcht! Gehorche! Beeil dich, schnapp dir Ryans genetischen Schlüssel! Wärst du so freundlich, ihn verdammt nochmal in die Maschine zu stecken! Okay, die Synchro war extrem schlecht abgemischt. Ich weiß gar nicht, ob es damals im Originalspiel auch so war. Aber der Tod war ziemlich krank. Wärst du so freundlich? Würden das mal meine YouTube-Kommentare schreiben? Ich bin YouTuber. Wärst du so freundlich, Zombie-Modus zu machen? Wärst du so freundlich, Pokémon zu spielen? Wärst du so freundlich, neue Projekte anzufangen? Wärst du so freundlich, dass die Videos eine Stunde gehen? Nee, da kommt nur, mach mal! Was ist mit dem? Mehr Zombie-Modus! So stelle ich mir wirklich die Stimmen meiner Abonnenten vor. Längere Folgen! Man soll niemals gehen.
Gesellschaft vermischen. Danke für alles, mein Junge. Vergiss nicht, Ryan schön von mir zu grüßen. Nein, Atlas war Frank. Aber ich hab die Sisters auf meiner fucking Seite. What the fuu. Ja, Sister. Ja, Sister. Oh, Klaas. Wow, 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 wow. Das war eine Falle. Ich dachte, ihr wärt meine Schwestern. Okay, wir müssen uns retten. Er hat mich gerettet. Ja, ich habe euch alle gerettet. Deswegen seid ihr hier. Ich bin ein guter Onkel. Und ihr habt wirklich unverschämte, widerlich große Augen. Kommen Sie mit. Wohin? Mama Tannenbaum hat gesagt, er hilft uns. Mama Tannenbaum hat recht. Ich bin der Gute. Da ist er. Der wird uns alle retten. Ja, ich werde euch alle retten. Wer ist das? Er ist hier, um uns zu helfen. Bekomme ich meine Sachen, Kinder? Meine Waffen, meine Spritzen. Da passe ich leider nicht durch. Oh, nett. Was soll das für eine Öffnung sein? Eine Hundeklappe? Oh, hier drüben, Moment. Ja, das haben die Kinder hier. Kerosin und Leim. Die Drogen der Little Sisters. Hier steckst du also mit Tannenbaum unter einer Decke, was kleiner. Ach, diese liebende Gänsemutter. Okay. Wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Warum eigentlich immer tote Katzen? Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Oh oh. Mit diesem Kommando habe ich dein Gehirn gerade angewiesen, deinem Herzen zu befehlen, mit dem Schlagen aufzuhören. Natürlich nicht sofort. Das Herz ist ein dickköpfiger Muskel, aber irgendwann gehorcht es doch. So eine kranke Scheiße, oder? Und wisst ihr, was ich in dem Spiel, also an der Story, sehr interessant finde? Raus aus meinem Revier! Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben.
Wir sind ja hier wirklich so ein richtiger Zombie, der alles macht, was wir gesagt bekommen. Und eigentlich ist so jeder, absolut jeder Shooter aufgebaut. Naja gut, es gibt wahrscheinlich hier und da ein paar Ausnahmen. Aber trotzdem, meistens ist man irgendein Typ, der von irgendjemandem irgendwelche Befehle bekommt, den man nicht mal kennt. Erinnert euch an Doom, Metro. Pray nicht. Jeder COD-Teil. Ja, du bist irgend so ein No-Name-Soldat, der gesagt bekommt, ja, da drüben ist der Feind, geh mal hin und töte alles. Mach mal, Junge. Und Bioshock macht das zwar auch, aber... Strom. Aber auf eine, ja, sehr humoristische Art und Weise. Finde ich irgendwie ganz cool. Dass sie halt diesen Weg eingeschlagen haben, zu sagen, ja guck mal hier, deswegen bist du ein Zombie, weil du genetisch darauf getrimmt wurdest. Meins? Na, Shotgun-Munition neigt sich schon wieder dem Ende. Ach verdammt, echt jetzt? Ich glaubte dem marxistischen Altruismus, der Kulturismus, der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert stürzten, um das tausendjährige Reich zu erschaffen, begannen die Amerikaner, das faschistische Gift zu trinken, das Roosevelt und seine Lakaien ihnen einflößten. Jetzt sind noch eine Sister. Ich glaube, die hole ich mir noch. Hast du eine Sister, mein Freund? Ja, hast du eine Sister? Ja, es gibt noch zwei Stück hier. Hey, entspann dich, Bruder. Rosie. Wohl eher Schwester, aber Rosie im Elite-Modus sieht geil aus, wie ich finde. Oder? Elite Rosie? Die ist schon cool, oder? Was? Ich bin der böse Mann. Ihr verwechselt mich. Okay, die holen wir uns noch. Entspann dich. Über dir. Komm mal auf. Ist er wütend? Ich würde sagen, ja. Ist wütend. Sehr wütend. Harte Nuss. Hey, kleines Mr. B. Mr. B schläft nur. Er schläft nur. Guck mal hier. Da kommt der Onkel. Nein. Adam. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert. Nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Finde ich gut. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Wer wissen will, wie das Ganze hier weitergeht, beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke fürs Zusehen. Ich besauf mich jetzt hier noch ein bisschen. Und... Tschüss! Wir werden nicht vergessen.